Ja, erstmal hallo in die Runde. Wir stellen euch heute das Projekt Smart Packerlist vor. Und zwar, meine Gruppe hat sich mit dem Problem der Schulplattformen auseinandergesetzt. Das ist ein aktuelles Thema in der Corona-Zeit. Und zwar, Plattformen sind teilweise sehr unübersichtlich für die Schüler, sowohl auch für die Lehrer. Die haben zu viele Anstrengungen. Genau das wollten wir ändern, damit es besser nicht nur für die Schüler, als auch für die Lehrer wird. Ja, unsere Idee dafür war eine smarte Liste in Form einer Webseite, mit der man Aufgaben ganz leicht sortieren kann und die sowohl auf Computer als auch auf dem Smartphone funktioniert, damit man auch, wenn man unterwegs ist, nochmal die Aufgaben reingucken kann. So, das war unser allererster Entwurf. Wir können auch sehen, dass in der Mitte direkt die ganzen Aufgaben angezeigt werden. Links der Kalender und rechts auch alle Fächer, dass man auch suchen kann, welche Aufgaben habe ich in Deutsch noch. Ja, Datentechnologie. Für die Webseite haben wir die Programmiersprachen HTML, CSS und JavaScript benutzt. Und für die Planung und Organisation Git oder halt GitHub. Das ist so eine Plattform, über die man halt zusammenarbeiten kann und Dateien reinstellen kann, die kann man dann bearbeiten und dann sehen alle diese Veränderungen und haben. Und dann kann man halt zusammen dran arbeiten, ohne dass man an einem Computer sitzt. Außerdem haben wir Excalidraw benutzt. Das ist eine Webseite, wo man mit mehreren Leuten zusammen hier zeichnen oder malen kann. So haben wir auch unseren ersten Entwurf gemacht. Und wir haben Hedgehog benutzt, das da zum Beispiel jetzt wo für unsere Präsentation. Ja, und jetzt die Live-Demo. Das ist die Seite. Wir haben hier einmal den Kalender. Hier haben wir die aufklappbaren Aufgaben mit jeweils Fächern. Hier mit den jeweiligen Fächern. So. Jetzt haben wir und hier haben wir noch unser Filtersystem. Zum Beispiel, wenn ich hier auf Deutsch klicke, sehe ich nur die Aufgaben für Deutsch. Und dann kann ich mir hier mit alles anzeigen, logischerweise wieder alles anzeigen lassen. Und bei Sachen, wo man noch nichts hat, kommt logischerweise auch nichts, wenn man draufklickt. Dann haben wir hier noch eine Schul-Homepage, die allerdings noch nicht da ist. Wie der Vertretungsplan, die E-Mails der Lehrerin und Klassenchat. Dafür hatten wir leider noch nicht genug Zeit. Wir hatten halt nur dieses Wochenende. Und ja, das haben wir halt leider nicht geschafft. Aber wir haben, während wir dieses Projekt gemacht haben, auch einige neue Sachen uns angeeignet und gelernt. Erst einmal mussten wir natürlich diese Website entwerfen, was wir noch nicht gemacht haben. Und wir mussten uns auch ein bisschen in GitHub und dieses aus der Distanz zusammenarbeiten reinfuchsen. Einige Bugs mussten auch gefixt werden, was zum Teil ziemlich häufig war. Und da wir zum Teil wenige oder kein Vorwissen im technischen Sinne hatten, haben wir auch die Grundkenntnisse uns von HTML und CSS angeeignet. So, und nun zum Ausblick, was wir gerne noch gemacht hätten, hätten wir jetzt zum Beispiel die Zeit. Zu unserer Plattform hätten wir am liebsten noch eine Anbindung zu Moodle und den anderen Programmen, die es so gibt. Moodle ist ein Programm, womit die meisten Schulen momentan arbeiten, wo Aufgaben hochladen. Und da hätten wir am liebsten noch das direkt mit Smart Packerlist verbunden, dass die Aufgaben automatisch schon dann dort auch eingetragen sind. Hätten wir auch gerne noch die Funktion gehabt, dass man die dann direkt auch über Smart Packerlist hochladen kann, dass man das alles da auf einmal hat. Zusätzlich hätten wir dann auch noch die Idee gehabt, das Ganze in eine App umzuentwickeln. Da hätte man auch die Möglichkeit, Pop-up-Nachrichten zu bekommen, das heißt, wenn eine Aufgabe fällig ist, wann die nächste Abgabe ist, dass man eine Benachrichtigung aufs Handy bekommt und man die auch ja nicht vergisst. Zusätzlich, wenn man dann die Website oder die App das erste Mal öffnet, sollte ein Tutorial am Anfang erscheinen, das ziemlich knapp und kurz ist, damit man
ganz einfach mit Smart Packer List umgehen kann. Wollten wir uns noch bedanken bei unseren Motoren, Julia, Jackie und die liebe Hilfe, womit wir das auch alles nicht geschafft hätten. Natürlich auch an die tolle Orga von Jugendhack.